Was? Wieso? Ging das Licht? Hat es geklappt? Ja. Ging das Licht aus oder so? Ach nö. Mache ich, keine Sorge. Naja, egal, dann machen wir das Ganze jetzt einfach noch einmal. Mach's mir nicht so schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Ja, ja, das tut's. Eine Stunde werden wir noch machen, denke ich mal. Und dann werde ich nochmal rübergehen zu Ligge. Gucken, vielleicht gewinnen wir ja noch ein, zwei Spiele. Wäre sehr entspannt. Das, das und das. Danke, danke, danke. So, raus hier. Aber ich frage mich gerade, wie ich gestorben bin. Das verstehe ich nicht. So, denn das. Okay, naja, egal. Machen wir es ganz einfach noch einmal. Ja, wir schaffen das. Jo, wir schaffen es. Aber die Pause brauchte ich definitiv gerade mal, mal zu essen. Und nee, gestern habe ich nichts. Ich bin doof. Aber mal kurz weg vom Rechner einfach. Das tut echt manchmal doch sehr gut. Wenn man einfach mal kurz vom Rechner weg ist, einfach ein bisschen entspannen kann, ist das schon sehr angenehm. Verdammtes Ding! Hey, du steckst fest, oder? Ja! Ich komme mit dem Wagen nicht weiter! Geh um den Berg herum! Wir haben was für dich! Komme! Kann ich das hier irgendwo hin machen? Hier hin. Jo, Ratten? Nein, ihr seid nur so wenig. Ihr könnt mich nicht töten. Ihr könnt mich töten? Okay, ich muss jetzt. Okay, ich bin gerade ein bisschen weird. Oder ich finde es gerade ein bisschen weird, warum ich tot bin. Wieso, weshalb, warum? Absolut keine Ahnung. Aber live bin ich noch, ne? Ja. Hat es geklappt? Ja, jetzt können wir rüber. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Ja, ja. Darf ich hier weitermachen? Danke. Ich möchte mich hier rein. Nochmal den Schrank aufmachen. Die Sache hängt am seidenen Faden. Okay. Nicht falsch liegen. Wir entspannen uns jetzt erstmal und machen gleich einfach weiter. So, leider dauert das ja mal ein bisschen, bis das aufgenommen. Ich würde das ganz schon gerne mitnehmen. So, sehr schön raus hier. Wo, Feuer bitte? Danke. Und hier haben wir noch einen Bolzen, den nehme ich auch gerne mit. Sehr schön. Ja, Hugo, feuer mich an. Dankeschön, dankeschön. Ja, hoffe ich doch. Ja. Das werde ich. Ganz sicher. Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Ja. Wer hat das hier eigentlich alles erbaut? Ich flehe dich an. Ich meine, die haben ja schon gesagt, das kommt aus Griech, das sind Griechen und so weiter. Aber das ist ja schon in mehr als 2000 Jahre her. Naja, so gut wie 2000. So, jetzt aber kommen alle. Sehr schön. Hey, ich bin hier. Ah, alles in Ordnung? Ja. Griechisches Feuer. Na dann hau runter. Um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt. Ein Seil habe ich. Achso, ja, danke. Cool, danke. Ab geht die Post. Ich sehe ihn. Dann ziehen wir es dann nochmal ran und machen uns den Weg wieder frei. Und die Kiste da vorne müssen wir nochmal looten. Okay. Ich frage mich immer noch, wie wir gerade gestorben sind. So. Hat es geklappt? Einwandfrei, danke. Ich gehe zurück zum Wagen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, Hugo, du hast recht, fast geschafft. Aber noch habe ich ein kleines Stückchen vor mir. Erneut. Erneut. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Das hört sich auch sehr gut an, Amis hier. Überlebt er. Ich frage mich immer noch, ich muss mir nachher mal angucken, wie ich gestorben bin. Wo ich gerade die Pause hatte. Ich war ja ein bisschen länger, statt 10 Minuten. Ich bin schon groß. Ja. Da ist es, da will ich hin. Ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen. Ein bisschen falsch geworfen, aber ist egal. Komm, komm, mach auf den Gedöns. Oh, lauf, 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 lauf. Das war sehr knapp. So, jetzt gehen wir aber gleich hoch. Und warten erst gar nicht so lang. So, hier habe ich auf eine Pause gemacht. Wie bin ich gestorben? Ist es nicht irgendwann ausgegangen? Weil, weiß ich nicht. Bananenkuchen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hallo, Freunde, du ne? Hi! Da freut sich jemand. Hey, du bist hier. Schon gut. Alles gut. Lass es raus. Willst du eine Pause?
Pause machen. Nein, hier? Nee, hier bitte nicht. Los. Hier bitte nicht, hier möchte ich keine Pause machen. Und bin traurig, Amicia. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich hab Angst. Aber das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Aber wenn hier das Nest ist, müsste Hugo nicht immer weiter darauf reagieren. Ich meine, seine Narben im Gesicht, die zeigen doch schon deutlich, dass er immer kränker wird, umso näher wir diesen Bereich hier kommen. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Wer ist hier? Ich will nicht, aber wir müssen. Wer? Mutter? Der Graf? Nee, wer dann die Mutter? Nur die Mutter kann hier sein. Oder. Oh, sieht böse aus. Gott. Oh. Es wirkt wie eine Kathedrale. Uff. Es wurde für ihn gebaut. Also, uff. Ist er hier unten? Ja. Also nur sein Leichnam. Im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was. Was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Das fragen wir uns doch auch. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Das fragen wir uns auch, Sophia. Oh, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so. Aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja, ich glaube, wir sind gleich unten. Kopf. Sie wird lauter. Dann sind wir. Wir sind gleich da. Mhm. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf! Du musst mir vertrauen! Hugo? Ich kann nicht! Amicia! Sophia! Schätzchen! Bitte, ich weiß! Nein! Weißt du nicht! Warum tust du das? Amicia! Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Das glaube ich, das... Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die Hände. Wie kommst du? Von Hugo. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Wir halten durch. Komm schon. Ist das der Träger? Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du
stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten? Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahmen ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte. Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier. Okay, wir müssen erneut rennen. Die haben den Jungen also eingesperrt da unten. Sie wollen nicht, dass ich gehe. Das können Sie vergessen. Spart euren Atem. Ja, das ist, hört sich gut an. Wir sollten ganz schnell rennen. Oh nein, Amicia. Oh mein Gott. Durch hier. Komm. Hugo, komm. Wo ist Sophia? Wo ist Sophia? Die Treppen. Oh Gott, wie viele Ratten das wohl sind. Uff, Alter. Nach rechts. Wir haben keine Möglichkeit. Komm, hoch, los. Die sind aber ganz schön gefährlich nah dran, ne? Also, wir sollten weiter rennen. Oh, hoffen wir mal jetzt nicht, dass es draußen dunkel ist. Ich weiß, ich sehe gar nicht, wo ich genau hinrenne. Da vorne. Komm, Amicia, komm! Sie kommen! Es sind so viele! Ich muss gerade echt mal die Kamera ausmachen. Einfach mal, um die Atmosphäre mitzunehmen. Nicht denn? Ja, endlich! Wir sind hier! Sie stimmt ein! Amicia! Lauf weiter, sie nicht nach hinten! Rechts sicher! Oh je! Uff! Amicia, das hochkommen! Aber was ist, wenn Hugo nicht einfach die Ratten steuert und sagt, ich komme, ja. Hoffentlich stecken die da drin fest. Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir. Und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst. Aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. Kapitel 11 ist abgeschlossen. Und oh mein Gott, was war das denn schon wieder für eine... Also mehr kann ich da echt nicht sagen, aber dass sie den Jungen da unten angekettet haben, weil sie Angst hatten, dass er so viel Macht... Es wird einfach nicht besser.
Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Naga einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Oh mein Gott, das ist halt auch ein sehr, sehr sickes Bild. Es geht sofort weiter. Ich will mal ganz kurz was nachgucken und dann geht es weiter mit der Plague Tale. Gib dir mal ganz kurz eine Sekunde. Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, wie viele Kapitel wir eigentlich noch vor uns haben. Und laut dem, was ich gesehen habe, sind es 17. Wir sind gerade mal bei der... haben tatsächlich noch ein bisschen vor uns. Und wow. Alles klar, gut, wir müssen nach links weiter. Die haben anscheinend hier alles übernommen. Aber ich frage mich ja, was ist mit der Mutter und was ist mit dem Grafen? Da sind ja tatsächlich auch noch ein paar... Ja, ich glaube, ach, da hinten. Es muss sein. Ah, eine Fackel, danke. Ja, Verzeihung, kommt, gehen wir. Die wird hoffentlich nicht so schnell alle gehen wie so ein Holzstück. Gut, ab jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Ach, Hugo, lebt der da hinten? Wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich. Ich glaube, ich muss nach rechts. Also gut, zum Hafen, kommt. Hey! Madame! Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung. Ich... Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Ja, weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow, seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut, wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Für dich. Was auch passiert, du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja. Sei vorsichtig. Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Zeigt uns den Weg. Also, Besuch. Mutter ist wieder da. Was sagen wir ihr? Aber wie... Die Wahrheit. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich. Mein Held. So ein Süßer. Schnell, bevor sie zurückkommen. Aber wie... Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Aber wie kam die Mutter her und... Vorsicht! Zurück! Da hinten. Oh, wie der kaputte Wagen, den wir gesehen haben. Ah. Ja, wo haben sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer, jetzt seid ihr sicher. Da war man eine ganze Weile. Wenn er das wüsste, wenn der Graf oder die Mutter das wüsste. Ist keine Evakuierung geplant? Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Aber ich frage mich ja immer noch, wie hat die Mutter und, ich habe den Namen des Jungs vergessen, herausgefunden, dass wir auf dieser Insel sind. Mehr Feuer auf der Hauptstraße. Los, schneller. Oh, die ganzen Ratten da hinten. Sieht aus wie im Krieg. Aha. Kann sie besiegen. Na, bei so vielen glaube ich das nicht, nee. Der Wagen bleibt hier, Madame. Wir brauchen ihn für die Verletzten. Und meine Sachen? Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar. Verstanden. Viel Glück. Legt Gräben an und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Was rennt denn der mit uns mit? Wenn die Ratten in den Palast gelangen, dann seid ihr tot. Dann seid ihr tot. Noch einer. Ah, die Dinger, stimmt. Die hätten wir unten gebraucht, in den Katakomben tatsächlich. Müssen wir hoch? Ja.
ist kein schöner Anblick. Na, das glaube ich. Das Kind sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Das sind einige Verletzte und Tote. Mein Arm, es brennt. Das sind die, die gebissen wurden. Ja, bald breitet es sich aus. Aber was passiert mit dem Biss? Verwandeln die sich? Sterben sie an der Seuche oder... Ich habe gerade pure Gänsehaut. So ganz ist das nicht deine Schuld. Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Kehrt euch. Warum bringt ihr uns Glück. Um? Besänftigt eure Herzen und betet. Vielen Dank fürs Herbringen. Dann treffen wir uns doch mal mit Mutter. Mama! Ihr seid hier. Mein Gott, ihr lebt. Mutter, komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf? Nicht schlimm, keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum. Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja. Im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut.